erwarte, dass Sie mir helfen, oder sind Sie zu dumm dazu? Ich werde das Problem sofort meinem Abteilungsleiter schildern. Bitte bleiben Sie in der Leitung. Wenn du hier Streit suchst, du alte halslose Schlampe, wieso schwingst du dich dann nicht auf meinen Schwanz und machst ein bisschen Hula-Hula? Ich bin noch da. Gus und Charlie brauchen eine neue Beschäftigung. Ich habe einen Plan. Das ist doch nichts Illegales, oder? Nimm die blaue und du gehst zurück in dein altes Leben. Aber nimmst du die rote Kapsel, gibt's kein Zurück mehr. Ja, fantastisch. Sie haben große Pläne. Wie viel? 50 für mich, 50 für dich. Runde 100. 1000? Sie reden zu viel und zu laut. Wenn es irgendetwas gibt, das wir unter allen... Überraschung! Ich bin dabei. Auf gar keinen Fall. Sie haben das perfekte Opfer. Reverend. Hi, Reverend. Ihnen ist nicht zufälligerweise eine Website bekannt, die man unter dem Namen Teen Orgy... Doch es kommt alles ganz anders. Viel schlimmer. Ich hab ihn in den Abwassertank getan. Ben. Den Leichnam. Als ich ihn zuletzt gesehen habe, da war er noch kein Leichnam. Können wir ihn nicht wieder aus dem Tank rausholen? Klar, wie lange atmet er die flüssige Scheiße jetzt ein? Lernen Sie. Wir sind erledigt. Ist das wahr? Irgendwie. Zwei Männer kennen. Und Sie sind... Gus Dickinson, das ist mein Name. Die zu nichts zu gebrauchen sind. Es ist ein vollkommen gewaltfreies Unternehmen, Charlie. David Schwimmer, Simon Pegg. Soll wohl eine längere Reise werden, was? Bei den riesigen Taschen, die Sie da Nein, durch die Gegend nicht ganz. Fahren. Da sind zwei Leichen drin. Ach.